Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 20. August. Ein Mensch, der vom Wege der Klugheit irrt, der wird bleiben in der toten Gemeinde. Sprüche 21, Vers 16. Ein unheimliches Wort, Gemeinde der Toten. Das gibt es also, eine Gemeinde der Toten. Fast auf jeder Seite erklärt uns die Bibel, was damit gemeint ist. Diese Gemeinde der Toten hat ihre Glieder diesseits und jenseits der leiblichen Todesgrenze. Tod ist in Augen Gottes, wer nicht sprechen kann, wer mit Gott nicht redet. Der Mensch ohne Gebet ist tot. Tod ist in den Augen Gottes, wer nicht sehen kann, wer nicht erkennt, wie Gott uns seine Liebe und das Heil geschenkt hat in Jesus, dem gekreuzigten Gottessohn. Solch ein Blinder ist tot. Tod ist in den Augen Gottes, wer nicht fühlen kann. Gott schlägt uns, aber wer sagt, er habe Pech gehabt, ist gefühllos gegen Gottes Schläge. Und dann ist er wohl auch ebenso gefühllos gegen Gottes Liebesbeweis. Paulus sagt, er hat uns viel Gutes getan. Er hat unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Wer das nicht fühlt, ist tot. Wer nicht hören kann, ist tot für Gott. Gott redet klar zu uns in der Bibel. Wer aber dieses Wort nicht hört, der ist tot. Tod ist für Gott, wer nicht schmecken kann. David sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wer es nicht schmeckt, ist tot. Wollen wir bleiben in der unheimlichen Gemeinde der Toten? Der Sohn Gottes ist gekommen. Nun heißt es für die Toten, wache auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten. Wir dürfen durch Umkehr, Buße und Glauben an Jesus hinkommen, zu der Gemeinde der Lebendigen. Herr, Quelle des Lebens, belebe uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.